Technikbauer sagt Hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr bei euren grundig Android-Fernseher die Sender sortieren könnt. Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier einen grundig Android-Fernseher und bei diesem wollen wir die Sender sortieren. Grundig hat das ganz einfach gemacht im Vergleich zu anderen Herstellern. Ihr habt nämlich direkt auf der Startseite hier einen Punkt und der nennt sich Channel Editor. So sieht das Ganze aus und wenn wir das starten, dann ist das ganz einfach. Wollt ihr einen Sender verschieben, dann wählt ihr euch diesen Sender mal aus und hier haben wir jetzt rechts grün bewegen. Entweder ihr macht das hier mit der OK-Taste oder mit der grünen Taste, also mit grün können wir jetzt diesen Kanal nach oben bewegen und drücken OK und schon haben wir das Ganze jetzt verschoben. Und das könnt ihr auch mit mehreren Sender auf einmal machen, indem ihr diese auswählt, die grüne Taste auf der Fernbedienung wählt und zur gewünschten Position geht und mit OK bestätigt, habt ihr das Ganze jetzt hier verschoben. Aber nicht nur das, ihr könnt auch die Sender hier tauschen. Tauschen sprich, ihr vertauscht die Senderplätze. Wenn ich sage, ich möchte hier diesen Sender hier Pro 7 mit Puls 1 tauschen, dann wähle ich diesen aus, gehe nach oben und drücke hier die gelbe Taste und auf OK und schon habe ich hier diese vertauscht. Doch nicht nur das, ihr könnt natürlich auch Sender hier löschen, wie zum Beispiel diesen hier auswählen, blaue Taste, wie ihr sehen könnt auf der rechten Seite, Kanal wird gelöscht. Also ihr seht wirklich, wie einfach das Ganze funktioniert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze über das Menü zu machen und zwar wählt ihr die Home-Taste und dann geht ihr hier auf Einstellungen, auf Kanal. Das wählt ihr aus und dann nochmal auf Kanäle hier rechts und hier gibt es dann Kanäle verschieben oder Kanal verschieben, Kanal bearbeiten, Kanäle löschen oder die Liste komplett löschen. Also hier wäre zum Beispiel hier Kanal verschieben und hier habt ihr dasselbe. Möchte ich jetzt diesen Sender hier verschoben haben, wähle ich den aus. Geh zur gewünschten Position, jetzt zum Beispiel zu 1, drücke die blaue Taste, weil hier unten steht ausgewählte Kanäle verschieben. Dann werde ich gefragt, möchte ich das machen? Bestätige mit Ja und schon habe ich das Ganze verschoben. Also Grundig hat sich hier wirklich was Tolles einfallen lassen. Das Ganze funktioniert hier wunderbar, schnell und einfach. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch die Kommentarfunktion, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.